Ich bin's, der Atta, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen gewartet und es ist jetzt langsam ein bisschen später, 19.30 Uhr. Mal schauen, ob Shani jetzt hier drin ist. Was will er denn? Sagt etwas. Wohnt Shani hier? Sie ist mit Saubermachen beschäftigt und hat keine Zeit für Vagabunden. Ich habe einen Termin. Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so ein Ungeheuer großgezogen hat. Aber... Mal lässt einen rein, meine ich. Ich schlachte dich gleich ab. Willkommen. Aber was soll das? Ich muss hinaus. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wieso ich nicht zu Shani kann. Ich sag doch. Was? Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Sie ist mit Ich habe ein... Hat eure... Aber... Tja. Also ich weiß wirklich nicht... Geht lieber nicht in das Wanderling-Viertel. Was ich hier machen muss. Also das ist wirklich... Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch eingeladen hätte. Gäste? Ich habe Geburtstag. Was habt ihr mir mitgebracht? Ich hatte ein Auge auf diese hübschen goldenen Handschuhe geworfen. Ja, das ist gar kein... Aber... Seid still und lasst mich vorbei. Hinaus! Aber... Ja, mach, was ich will. Ich komme nicht schnell vorbei. Wo? Ich bin... Sitz. Aha. Das arme Kätzchen. Ihre Mutter kann sich nicht einmal Essen für sie leisten. Und ich will ihr nicht geben, was diese Medizinerin isst. Davon wird sie vermutlich krank. Aha. Habt ihr Erbarmen mit dem Kätzchen? Versuch das einfach mal mit 90. Nach. Oh, ich darf hoch. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten? Die macht mir das Leben zur Hölle. Mädchen in eurem Alter sollten längst verheiratet sein. Sie denkt ganz zweifellos so. Ist die Miete wenigstens günstig? Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja? Ich habe ein Problem. Ja? Wie ich hörte, habt ihr Cohen gesehen, kurz bevor er starb. Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Er starb bei der Schlacht von Brenner, auf meinem Operationstisch. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen? Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe?
Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keine. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Shani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg Sultan Shivai. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Ja. Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Wer jetzt dran? Ja. Roter Schal. Weiß die Birne weg. Bloß nicht mit allen reden. So. Na, das ist halt. Hi Hund. Richtig viel Rennerei hier. Das frisst richtig viel Zeit. Also. Naja. Ich bin müde. Nicht da lang müssen wir. Was ist das denn? Ein Hexer mit zwei Schwertern, einer Axt und einer Fackel. So, mal schauen, aber hier ist der alte Freund und Kupferstecher. Tankwirt, Panrad. Weil haben wir das jetzt. Den kennen wir doch nicht. Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Das kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Wo liegt dieses Haus? Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das Haus ist auf der linken Seite. Ach, jetzt ist der Zwerg hier wieder nicht da. Hier vielleicht. Oh, Bockfleisch. Was wollt ihr, Missgeburt? Ich habe ein paar Fragen. Ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr da redet, Missgeburt. Ein Wort von mir und ihr habt ein Dutzend am Hals, ehe ihr bis drei zählen könnt. Und ihr seid tot, ehe ihr bis drei zählen könnt. Schau, das Wölflein knurrt. Beißt es denn auch? Ich könnte jemanden brauchen, der weiß, wie man zubeißt. Ich werde darüber nachdenken. Ganz ruhig.
Ich weiß, wie ihr mit der Mannschaft des Propstes und der Brüder Michelet umgesprungen seid. Ich werde euch antworten, als Zeichen meines guten Willens. Was macht ihr? Ich bin der König der Unterwelt, Wolf. Huren, Diebe, Mörder, alle gehorchen mir. Kommt zu mir, wenn ihr Arbeit braucht. Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Schon sehr viele. Gibt's ein Problem damit? Erzählt mir am besten alles, was ihr wisst. Sagt euch der Name Azar etwas? Ich habe einen Grundsatz. Bevor ich jemandem die Kehle aufschlitze, gebe ich ihm einen Rat. Droht mir nie. Merkt euch das. Ich meine, der Ruf ist alles, oder? Ich muss mit euch über die Salamandra sprechen. Eure Leute haben mich im Krankenhaus angegriffen. Geht's noch? Ich habe sie hingeschickt, um einen von uns zurückzuholen. Gut. Ich will das mal glauben. Mir fehlen Beweise. Ich lasse euch erstmal in Ruhe. Danke. Aber ihr versteht sicher, wenn ich euch nicht gleich die Füße küsse. Falls ihr Yavit finden solltet, würde ich gerne davon erfahren. Und wenn ihr welche seiner Handlanger findet, hätte ich auch nichts dagegen, die zu sprechen. Ja. Kellnerin, geiler Schurke, komm rein. Also noch. Wo ist dieser Knilch schon wieder? Mundro ist es nicht. Ach, Mensch. Muss ich Orens ausgeben. Verdammt. Sind Zimmer. 5 Uhr. Sagen wir mal. Bis zum Mittag. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Keine Herausforderer? Bleibt stehen! Ich poliere euch die Fresse! Ich bin geil! Ich bin geil, das ist so gut! Keine Herausforderer? Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Bleibt stehen! Tja. Was müssen wir denn hier suchen? Ja. Also der läuft hier die ganze Zeit hier in der Stadt rum. Überflüssiges Gefasel. Ich könnte ja mal. Der war gut. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten. Ich ziehe. Ich gebe mir schon kein Geld. Ja, wo läuft jetzt der Zwerg rum? Da läuft ja immer die Lasse. Ich bin hier schon so oft über den Weg gelaufen. Ach, war das ein Anblick. Es heißt, die Rüstung von Jack der Flaschbase. Hallo, Fremder. Seid gegrüßt. Ich hörte, dass Rivian von einer weisen und starken Königin regiert wird. Sie war einst eine Schönheit, jedoch wurde sie im Krieg verwundet. Jetzt ist ihr Gesicht vernarbt. Ihr seid sehr weltgewandt. Moderne Frauen müssen sich in der Welt auskennen. Unbedingt. Was würdet ihr gern wissen? Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten hin oder her. Der Barde Rittersporn behauptet etwas anderes. Was sagt Rittersporn denn? Dass dieser Hexer kein Interesse an normalen Weibsbildern hat. Er bevorzugt Frauen, die ein Problem haben oder abnormal sind. Wie interessant. Außerdem soll er auch mit Abnormalen seine Probleme gehabt haben. Oh, ihr seid blass geworden. Seid ihr wohl auf? Ich habe ein Problem.
Eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Ihr habt ein bezauberndes Lächeln. Das ist sehr freundlich, aber ihr habt ein Problem erwähnt. Gibt es Neuigkeiten aus dem Anderling-Distrikt? Ich interessiere mich nicht für solche Dinge. Lebt wohl. Wo könnte jetzt dieser Zwerg rumlaufen? Oma! Ja. Der Junge, warum läuft der mir die ganze Zeit her? Ich verbrenne den gleich. Ja. Die Götter haben einen Boten mit Flammenschwert geschickt. Scheint Unsinn. Herr Schwarz. Marga, da wird mir übel. Lebst du lieber unter Menschen? Weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Die laufen halt. Das finde ich natürlich schon geil, ne? Also das muss man mal wirklich jetzt mal, muss man mal wirklich die Lanze für das Spiel brechen. Dass die nicht immer nur plump auf einer Stelle stehen, sondern dass sie sich auch hier rumbewegen und das finde ich schon mal gut. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Der ist bestimmt hier im Hurenhaus. Im Bordell, besser. Abgeschlossen. Hätte ja sein können. Vielleicht sollte ich jemanden aussuchen. Vielleicht auch hier drin. Also wer seid ihr und was wollt ihr? Ich muss zugeben, dass ich aus reiner Neugier hier bin. Neugier bringt Komplikationen, wie meine Mama stets zu sagen pflegte. Sie ruhe sanft. Aber ich wüsste zu gern, weshalb ihr zwei Schwerter tragt. Ich suche Arbeit. Und das sind meine Werkzeuge. Ihr seid Söldner. Muss sich lohnen. Interessant. Ich habe da einen Vorschlag für euch. Woran habt ihr gedacht? Ich weiß von einem Haus, in dem es einen Schatz gibt. Allerdings spukt es dort und ich habe keine Lust auf Gespenster. Ich sage euch, wo es ist. Ihr vertreibt die Gespenster, den Schatz teilen wir uns. Einverstanden. Bestens. Ich markiere das Haus auf eurer Karte und warte hier. Lebt wohl. Dann lesen wir kurz Laras Geschenk. Sein da hinten. Ja, dann machen wir das doch. Komm her. Kann ja nicht so schwer sein. Hallo Bella. Hör ich an. Ich fühle mich seltsam. Seht ihr Schweren? Vielleicht habe ich. Leerstehendes Haus. Ich kann's kaum glauben. Noch ein Narr, der Schätze sucht.
Ich hätte es wissen müssen. Hey, Jungs! Ich habe noch eine Gans gefunden, die gerupft werden will. Eine fette noch dazu. Um das Elfenweib kümmern wir uns später. Eins noch. Was? Das war ganz schön dumm, einen Hexer gegen euch selbst anzuheuern. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Okay. So. Hübsch, hübsch. Hier noch was Schönes. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Fatgern. Seid ihr wohlauf? Ich will nicht darüber reden. Nte disien teade. Ich spreche eure Sprache, aber nicht gut genug um. Bitte besucht mich zu Hause. Später. Lebt wohl. War feil. Ja, besucht mich später zu Hause. Ja, wo ist das? Oh, ein Level Up, auch hübsch. Ja. Ach ja, wir wollten. Ich sag mal, es ist im Spiel. 14 Uhr. Schauen wir uns mal, ob wir das leveln können. Und zwar. Stufe 3, aber wie kriegen wir das höher? Weil wir alles geskillt haben? Haben wir eigentlich. Okay. Wir wollen bis zum Abend, weil wir unseren Zwergenfreund suchen müssen. Dann gehen wir mal ins Gasthaus. Wolltet Wein. Ich warte. Dachte mir gleich, dass ihr ein Prahlhans seid. Ich bin bald soweit. Ach so. Ja, eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Wo kann dieser blöde Zwerg jetzt sein? Nervt mich langsam so ein bisschen. Euer Schwert.
Macht ihr Witze? Nee, die hatten wir schon. Das ist kein Schnäppchen, das ist Plunder. Können wir das verkaufen? Herr? Darf ich mich mal... Pardon, Herr, wir verkaufen nur an Freunde des Ordens und Gläubige. Von euch habe ich... Lebt wohl. Siegfried? Ihr seid es wirklich. Diese... Sie war hier. Was führt euch her? Das schon mal gemacht. Was? Wir hätten... Wir schützen... Wann? Was? Wann seid ihr... Das ist schon... Verkauft... Ich arbeite nur... Macht's gut. Darf ich mich mal... Pardon, Herr. Lebt wo? Nein, nicht. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Ja. Ich weiß nicht, wo der Zwerg ist. Ich bin erschöpft. Ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Zeit zu bieten. Das nervt. Ein bisschen. Rechts hat was grün geleuchtet. Da ist er doch! Sultan, du alte Kampfsäge! Komm her hier! Ja? Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl, eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? Also eigentlich nichts. Ja? Lebt wohl. Danu? Was ist denn das? Rune der Erde. Wie klappt das nicht? Muss ich bestimmt im Dings machen. Da müssen wir hin. Dann gehen wir da als nächstes hin. Wir müssen Informationen kriegen. Ach ja. Grund. Da müssen wir als nächstes hin. Muss das sein? Das wird auch die Tür sein. Aber das wird wohl die hier sein. Na gut. Dann brauchen ein bisschen Platz. Dann speichern wir und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir dann wieder zusammen The Witcher entdecken und erleben. Ciao!